Sie ist laut, sie ist rockig und nun hat sie auch noch ihre eigene Boot-Kollektion am Start. Vergangenen Dienstag gab Sophia Tomala den Startschuss für den Verkauf. Natürlich auf einer Harley in sexy Lederkluft und an den Füßen ein paar Stiefel aus eigener Kollektion. Aber wieso eigentlich ausgerechnet Boots? Ich glaube, das würde mir einfach auch gar keiner abnehmen, ne? Wenn jetzt jemand sagt, komm Sophia, wir machen jetzt eine pinke Pimp-Kollektion, dann fragt sich jeder, hä? Sophia Tomala soll eine pinke Pimp-Kollektion rausbringen? Das trägt ihr doch niemals selber. Und recht hätten sie damit. Deswegen ist so eine schwarze Boot-Kollektion, die sehr schlicht gehalten ist und irgendwie rockig ist, ich glaube, passt zu mir viel besser. Und bequem sind sie. Das ist für mich auch wahnsinnig wichtig. Klar, wenn man so beschäftigt ist wie Sophia und ständig von Ort zu Ort düsen muss, sind bequeme Schuhe sicher von Vorteil. Neben ihrer eigenen Boot-Kollektion für Deichmann geht die 26-Jährige nämlich gerade ihrem Job als Jurorin bei der RTL-Show Dance 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 nach. Und diesen nimmt die Blondine sehr ernst. Meine Rolle in dieser Jury ist folgende, dass ich nämlich Leute bewerte, die gut tanzen oder schlecht tanzen. Und wer schlecht tanzt, bekommt eine schlechte Bewertung. Und wer gut tanzt, bekommt eine gute Bewertung. Das werden ja wieder das Publikum jetzt sehen. Kommenden Freitag, 20.15 Uhr bei RTL Dance, Dance, Dance. Wer gut tanzt, bleibt drin. Und wer schlecht tanzt, fliegt raus. Bei so viel Vehemenz kann man nur sehr gespannt sein, wie sich Sophias Karriere in Zukunft weiterentwickelt. Ich bin super dankbar für diese Zeit, die ich habe. Ich bin super dankbar dafür, was ich für geile Projekte machen darf. Dass ich eine eigene Schuhkollektion habe, dass ich 2 Unterhaltungssendungen habe, dass ich Werbung machen darf, dass ich drehen darf. Ich meine, geiler geht's ja gar nicht, ne? Aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ich genieße den Erfolg und ich genieße die Zeit, in der es wirklich gut ist. Und ich tue auch alles dafür, dass es so bleibt. Aber wenn es mal nicht mehr so ist, dann ist es mal nicht mehr so. Im Moment sieht es nicht danach aus, als würde Sophias Karriere jemals ein Ende nehmen. Wir wünschen dem Multitalent aus tiefstem Herzen weiterhin viel Erfolg und sind jetzt schon sehr auf ihre weiteren Projekte gespannt.